Servus zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut hier zu 7 Days to Die. Ja Leute, nach der letzten Horde-Nacht, die ja ziemlich chaotisch war und aufgrund des Faktes, dass unsere Falle nicht mehr funktioniert, war ich unterwegs ein bisschen Holz holen, habe auch schon ein paar Rahmen hergestellt, hier diese 244. Hier habe ich sogar eine Stahlspitzhacke, eine 1er. Die hatte ich vom Händler. Da war sie gerade im Angebot. Dann habe ich gedacht, okay, schlage mal gleich zu. So, und zwar habe ich mir hier Konzept für eine neue Hordefalle überlegt. Und zwar, kurzer Augenblick, die EP müssen wir mitnehmen. Unser Balg ist ja immer noch rot. Und zwar habe ich mir überlegt, wir bauen hier, ich würde gern so eine Art Turm bauen, den wir dann immer beliebig erweitern können. Ich würde oben, weil also hier gehen dann so Treppe auf, den habe ich so breit gebaut, damit wir trotzdem mit dem Motorrad durchfahren können. Ja, das ist wichtig, dass wir uns die Straße nicht blockieren. Hier mache ich mal noch auf, dass die Zombies da später durch könnten. Ja, ich möchte oben auf einer Plattform stehen, wo wir runterschauen können und auch runterschießen können. Und dann quasi so ein Treppenaufgang, wo dann die Zombies hochkommen. Hat den Vorteil im Vergleich zu der Falle, die wir jetzt haben, dass wir immer alles sehen, was passiert. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen cooler zum Zuschauen und für mich dann auch interessanter in der Nacht. Und zum anderen, wenn wir sagen, okay, die Wellen werden zu stark, können wir einfach sagen, okay, wir reißen den Fußboden raus und erhöhen den Turm. Das heißt, wir sind viel flexibler. So. Erhoffe ich mir das zumindest. Wie immer wird uns das Spiel schon sagen, ob das so klappt oder nicht. Na, komm, bau mal. So, wie hoch machen wir den am Anfang? So ungefähr. Oh oh. Blind. Ach nö. Okay, das war schon zu hoch. Kommen wir von hier unten da ganz oben dran? Nee. Okay, dann bauen wir das jetzt so. Pass auf, dass das ein bisschen schön wird. Möchte ich gerne ein sowas. Oh, Spiel schleimt. Das Spiel schleimt. Schauen wir gleich, wo der runterkommt. Ich hätte gern was Rundes. Gibt doch so viele coole Bauweise. Ah, da geht's bestimmt weiter. Ja, geht's ja weiter. Irgendwas Rundes. Eigentlich muss das nichts Besonderes sein, Spiel. Ein Viertelwürfel rund außen. Genau sowas. Genau sowas soll es sein. So, genau. Perfekt. Theoretisch können wir das dann natürlich umbauen, wie wir wollen. Wir können das beliebig erweitern. Wir können hier zuziehen. Wir können sagen, okay, Zombies, bis hierhin und nicht weiter. So. Ja, die Idee, die ich im Kopf habe, wir stehen dann irgendwo da oben auf der Plattform, egal wie. mache uns Gitter in die Bode. Und hier so ein Treppenaufgang, da können wir dann Strom hinsetzen, da können wir dann Klingefalle hinsetzen. Ja, auf alles, was wir Bock haben, so können wir es dann gestalten einfach. Den Schubsi, dann machen wir das halt ohne Geländer und dass sie dann so, du kannst jetzt nicht hüpfen, gell? Dass die dann darüber, da wieder runterfallen von der Treppe. Und nochmal von vorne anfangen müssen, so, irgendwas so habe ich mir vorgestellt.
Irgendwie so. Natürlich tut es auch ein bisschen weh, dass mir jetzt, oder dass ich die Falle komplett anfange. Wobei eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das Bau gehört einfach zu 7 Days dazu, finde ich. Und da können wir dann auch ruhig mal. Ja, können wir auch ruhig mal Bauröhrchen einbauen. So, perfekt. Das heißt jetzt nicht, dass wir bis zur nächsten Hordenacht hier komplett durchbauen oder so. Clint, stell dich jetzt nicht so an mit deinem Blöde. Ah, hier haben wir auch noch 2 Punkte. Was hat er denn? Kaltes Wetter, Gebietsschutz. Ja, okay. Danke. So, natürlich, aber. Ja, wir können dann halt die Dings nicht mehr. Mann, Glint. Echt. Wir können dann halt die Klingenfalle und so nicht mehr abbauen, weil wir da gerade keinen Gebietsschutzblock haben. Ich jetzt würde ich aber auch sagen, dass das jetzt so dramatisch schlimm wäre. Im Notfall bauen wir ihn daheim halt ab. Baue ihn hier hin, weil eigentlich brauchen wir ihn daheim ja nicht. Das war ja wirklich nur zum Abbauen. Und hier ist er ja schnell hingebaut. So, komme ich da jetzt noch dran? Nee. Nee, der Clint mit seinem verstauchten Bein, der hat auf gar nichts mehr Bock. Der hat auf gar nichts mehr Bock hier. Aber ja, was muss ich auch da oben runterhüpfen, gell? Ah, da haben wir schon, okay. So, das wird dann unser Riesenturm. Und dann habe ich mir halt vorgestellt, hier so. Treppen. Und da, wenn wir Bock haben, können wir auch die Stufen nehmen. Wahrscheinlich gerade egal, die sehen vielleicht ein bisschen cooler aus, oder? So, und dann müsste die halt. Ja, nee, nicht, dass sie da drauf rumschlagen. Nehmen wir die. Und dann meinetwegen. Ja, komm, mach doch so. So, und dann immer im Zweierding. Da außen rum. Können wir bestimmt. Pass mal auf, hier so ein Schräger. Rampe. Ach so, der braucht dann aber trotzdem. Trotzdem einen Block. Drunter. Na gut, so können wir es dann nicht lassen. So können wir das dann nicht lassen. So. So, seht ihr, wie ich meine? Dann müsste die hier hoch. Wenn wir es dann brauchen. Brauchen wir den? Nö. Ja, dann lassen wir das einfach so. So, dann könnte man sich jetzt schon überlegen, nehmen wir gehen noch eins höher. Eins höher noch. Zack. So. Dann kann man hier jetzt schon wieder höher. Das war totaler Quatsch. Genau. Da drüben kommen wir nicht hin, egal. So geht's auch nicht. Dann könnte man sich jetzt schon überlegen. Machen wir hier vielleicht. Ja, entweder hier außen oder hier innen. Jetzt wir da dann den Schubsi draufstellen. Und dann hier nochmal. So, und da geht's dann weiter.
Weiter hoch zu uns. Zack. Okay, jetzt ist das Geld bestimmt, weil... Von der Statik her riskant, oder? Ach, klingt echt. Nur mit deinem Fuß. Ups. Upsi. So. Also ich glaube, man versteht, wie ich das meine, oder? Wie stützen wir das jetzt am besten ab? Wäre das besser, wenn ich es hier stabiler mache? Ups. Der kann erstmal so bleiben. Ist jetzt besser? Nö. Nö. Okay. Ja gut, dann marschieren die da hoch. Hier seitlich könnte man dann sogar noch, Geschütze hinstellen. Hier so auf die Höhe oder so. Dann sind wir echt flexibel unterwegs. Denke ich. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich guter Ansatz. Vielleicht kann man dann ja hier sogar noch hingehen. Sich sowas da noch hinstellen. So. Auch die nicht so hellen Zombies da hochkommen. Ja. Ja, keine Ahnung. So. Dann hier ein Schubsi. Puff. Die Hälfte fällt da runter, die andere Hälfte nicht. Kommt weiter hoch. Irgendwie so. Und wir stehen dann da oben irgendwo und können runterschießen. Und ja, haben einfach unseren Spaß, oder? Auf jeden Fall sind wir weg von der Base. Und wir sind, ja, wir haben kein Risiko mehr, dass wir irgendwann mal irgendwas auf den Kopf fällt. Beziehungsweise unser Zuhause zusammenfällt. Das ist eigentlich das Wichtigste, würde ich fast sagen. So, hier irgendwie zwei so Pfosten. So, langsam, blind. Jetzt hat er auch noch Durst. Ja, dann geh halt dahin. Das ist ja komplett falsch. So. Wenn du jetzt den da nimmst. Schon noch gelb? Nö, jetzt ist er weiß. Perfekt. Perfekt. Genau. Du bist halt hier komplett. Nein. Falsch. Ah, Ding. Gut. So, keine Ahnung. Zack. Machen wir den Stützfuß vielleicht hier rein. Weil da hat er genauso viel Haltbarkeit, oder? Wie ein normales Teil. Machen wir den hier mittig. So. Direkt daneben noch einer. Dann kann man trotzdem easy durchfahren. Ja, sieht doch gut aus. Wenn man es dann wirklich schön haben will, dann macht man hier halt immer noch so schräge Blöcke rein. Und dann sieht es auch nach was aus.
So, wenn man dann weiter aufgeskillt hat, kann man hier noch ein zweiter Schubsi hinstellen. Und irgendwann ist man dann hier oben bei uns. Ich glaube, das wird cool. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Ich bin jetzt nur nicht der Meisterbauer. Wenn jetzt da von euch jemand sagt, hey, Aro, so ist doch viel cooler. Probier's mal so, dann bin ich da gern bereit, auch was anders zu probieren. Da habe ich keinen Schmerz damit. Im Gegenteil, bin ich dann froh drum. Ich würde sagen, mir lasse ich das erstmal so. Ich lasse auch auf mich wirken, wie das von daheim aus aussieht. Von daheim aus aussieht. Ja, doch, stimmt. Ne, bricht das ab. Wir behalten das. So, noch eine Minute verstauchtes Bein. Wir müssen dann halt schauen. Halt. Wie wir das daheim regeln. Weil das hier muss ja dann alles weg und das haben wir schon gut unterstützt. Und hier sind ja dann auch voll die Löcher. Ich habe jetzt gedacht, hier was hin zu klatschen. Einfach so. Könnte schwierig werden. Könnte echt schwierig werden. Deswegen. Habe ich mich dafür entschieden, einfach was komplett Neues zu machen. Ja, diese Dartfallen können wir ja trotzdem. Können wir trotzdem irgendwo setzen auf der Treppe, nebendran, stufeweise nach oben. Wenn sie dann da entlang laufen, wäre es erstmal gedartfallt. Und dann geht es ihnen schon mal nicht mehr so gut. So, hier in die Garage regnet es rein, weil kein Dach. Das hier sieht alles gut aus. Da haben wir Zugmacht, das passt. Dann passt auf, ich habe euch ja versprochen, wir gehen mal noch zusammen runter in die Mine. Jetzt alle weggucken, denen schnell schlecht wird. Weil das geht ganz schön tief runter. So, willkommen in unserer Mine. Ihr seht, ein bisschen was habe ich hier schon getan. Und mit der Stahlspitzhacke geht es jetzt natürlich noch schneller. Ich habe sogar vorsichtshalber verglichen, die Spitzhacke, die wir hatten, mit der hier. Und die hier ist deutlich besser. Wirklich von allem. Mal irgendwas für die Ausdauer da. Nicht wirklich, gell? So. Kaffee wäre natürlich oben. Oben gewesen ohne Ende. Gut, ansonsten hat der Händler jetzt nicht wirklich viel Gutes. Ein Haufen Bücher hat er, ja. Aber ansonsten nicht wirklich. Deswegen, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir vielleicht zum Händler in die Stadt fahren? Wenn ich gerade ein bisschen Stein hole, dass wir uns schon mal ein bisschen Cobblestone herstellen können zum Aufwerten. Und dann gehen wir auch gleich los. Den Loot Drop holen wir uns auch noch auf jeden Fall. Vielleicht sind da ja auch schon ein paar Blöcke drin. Da kommt den hier noch. Und dann gehen wir hoch, den Loot Drop holen. Zack. So, das hagelt hier ein bisschen. Hier nochmal. Oh, Clint. Letzte paar Mal hast du dich aber nicht so angestellt. Ja, jetzt danke. So, ist halt echt verdammt tief. Also, wir sind da unter am Grundgestein.
Das klingelt so süß, wenn wir da draufschlagen. Gut, Klappe wieder zu. Ich habe sogar überlegt, ob wir uns da unten irgendwie eine Hordefalle bauen und die Zombies absichtlich reinlassen. War mir aber tatsächlich viel zu riskant, dann zum Schluss. Ja, wer weiß, was die hier oben machen, da haben wir dann ja gar keine Kontrolle. Und das wäre, glaube ich, ziemlicher Quatsch. Deswegen habe ich das gelassen. Rahmenform möchte ich keine. Hätte gerne. Hätte gerne Pflastersteine, genau. Ja, gut. Hat sich jetzt so arg gelohnt, aber okay. Besser als nix. Besser als nix. Hier ist alles draußen. Hier. Ja, ich bin echt auf eure Reaktion gespannt, wenn ihr die Horde nachts seht. Was ihr dazu sagt. War ja doch schon ganz schön brutal eigentlich. Wie die Zombies mit uns umgegangen sind. Und dann noch der Blödsinn mit unserem Schlafsack. Also das war besonders ärgerlich. Oh, es ist schon wieder 18:28 Uhr, okay. Zeit vergessen. Ja, dann holen wir uns kurz den Loot Drop. Wo ist denn der Händler, der ist da? Da könnten wir eigentlich beides noch schaffen. Ach so. Die Macht der Gewohnheit. Hey, Glint. Du hast doch dein Motorrad in der Garage stehen. So. Das Motorrad ist einfach cool. Und unser Glint, wie er da drauf sitzt, wie der Obermacker. Aber mit ein bisschen Glück könnte man beides noch schaffen, oder? Ich gebe mal Gas. Hier über Stock und Stein ist ja hier unser universelles Motorrad. Das haben wir auch schon festgestellt. Wenn jetzt zwei Säure drin wären, das wäre cool. Dann wüssten wir, das Spiel ist auf unserer Seite. Ja, ist okay. Hallo, junge Frau. Ah ja, knallt uns gestern die Horde so weg. Das war auch für mich heftig. Aber es hat Spaß gemacht. Besser wie einfach nur irgendwie rumstehen und nichts tun. 50 geschmiedete Eisen und 2 gekochte Maiskolben. Kind, du hast doch eh dauernd Hunger, oder? Hast du gesagt. Danke. So. Handy. Schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Wo war denn sie? Hab sie gar nicht gesehen. Die hab ich nicht gesehen. Hallo, Herr Bauernhof. Unter dem Hügel ist bestimmt auch was drunter, oder? Das sah verdächtig aus. Ich habe das Gefühl, hier in der Alpha 20 muss man ein bisschen mehr aufpassen. Da gibt es viele verschiedene. Ja, wie soll man es nennen? Viele, viele Verstecke. Hallöchen! Trader Chen. Hi. Sag mal dein Inventar, was hast denn du Tolles? Du hast 13 mal Stahl, das ist natürlich nicht schlecht. Und ansonsten hast du Ölschiefer, das ist nicht so gut. Oh, da. Eine Batteriebank. 100 Pflastersteine. Die chemische 12.000, wow. Okay. Eine Glücksbrille haben wir selber. Was geht hier? Nochmal ins Motorrad. Baseballschläger auf 1, eine Klingenfalle, Schlagschrauber auf 1.
Bauplan, Fahrzeug, Sitzplatz, Mod. Okay. Ja, das haut mich jetzt nicht wirklich um. Tag 25 ist neuer Reset. Haben wir hier noch nicht gelootet? Chemiebank, Bauplan. Okay, ist alles resettet, oder? Hier ist alles resettet. Das nehmen wir doch gerne mit. Hier oben war nichts, gell? Vorne noch die. Den Zementmischer. Nice. Hallo, Frau Chen. Nimm mal das da. Danke. Und die da? Nee, da schmelzen wir sie lieber ein. Was ist das? Hopfensamen. Ah. Hier. Bei Oh, you just Dukes. brightened my day. I'm glad I could help you. Hier kommt man nicht looten, gell? Und kommt man irgendwie an die Tresoren da hinten dran? Ich glaube auch nicht, gell? Ja, okay. Ganz nett, die Jen. Ganz nett. Tü-tü-tü. Ja, Leute, schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu der neuen Falle. Bin ich gespannt. Vielleicht gibt es ja auch welche, die sagen, nö, probier's mal mit der alten weiter. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Gibt es heute ein bisschen eine kürzere Folge? War jetzt nur noch heim. Und dann sehen wir uns morgen, also in-game morgen auf jeden Fall wieder. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.